Eilmeldung aus Mannheim melden wir uns heute. Großeinsatz auf der Reeperbahn. Die Polizei erschießt hier einen Axtmann. Ich zeige euch hier exklusiv die Bilder heute. Hier, das ist mal das, was in Hamburg gerade los ist. Zehntausende Oranje-Fans sind in der Stadt, um heute das Fußballspiel Niederlande gegen Polen zu begleiten. Und dann kam es hier in der Silberstraße, war das die Silbersackstraße, kam es hier zu folgendem Vorfall. Ihr hört, wie viele Schüsse hier gefallen sind, ja. Und das, obwohl zuerst anscheinend Pfefferspray eingesetzt wurde, das berichtet die Bild-Zeitung. Der Angriff war 12.30 Uhr. Da ist wohl einer mit einem Hammer oder einer Axt, gibt beide Mitteilungen, auf Polizeibeamte losgegangen. Diese haben wohl anscheinend sehr, sehr zügig reagiert. Von Verletzten ist bisher hier nicht die Rede. Täter ist wohl schwer verletzt und kommt jetzt ins Krankenhaus. Ich zeige euch hier nochmal die Bilder. Und das in Hamburg. Der Messerwahnsinn, beziehungsweise hier der Axtwahnsinn, er geht einfach weiter. Er geht einfach weiter. Damit ist diese Eilmeldung schon zu Ende. Damit bis bald.